Das Beste, das du weißt, kannst du dem bösen Buben doch nicht sagen. Die Erkenntnis also, dass dem Iltis nur die Genugtuung bleibt durch Struktur des Seins. In ihrer schlauen Verwicklung durchschaut zu haben, wie gerade über die Vorstellung, wenn man sich vorstellte, was der Solipsismus bedeutete, dass man im eigenen Geist all diese genialen Tragikkomödien eines Shakespeare oder eines Molière erfunden haben müsste, so der Solipsismus zutrifft, und zwar so, dass man sich selber reinlegt, indem man sich überrascht zeigt, dass das von anderswoher völlig unerwartet diese oder jene Wendung genommen hätte. Also zu begreifen, wie die Bewusstseinsfunktion, die genauso fungiert wie alle tubulären Systeme mit ihren Mechanismen des Terror, Horror, Angstantriebs, des Zugzwangs, des Schmerzes, der Freude, der Liebe, des Leidens, der Lust, der Abfuhrlust, der Vorspiellust, der Übelkeit, des Schreckens und so weiter. Dass auch das tubuläre System der oberen Acheronta genauso fungiert zwischen den beiden Giganten des Es und des Über-Ich, indem es also kurzzeitig das Reale aufklaffen macht, als das ja tatsächlich Daseiende, und dann seinen Horror des unvermeidlich endgültigen Wiederverschwindens, der Aphanesis, der Leere des Nichts, als Weltentheaterbühneninszenierung, um hier die ganze Apparatur immer und immer wieder zu wiederholen, die Notwendigkeit des absolut totalitären Auswurfs, der Vernichtung, der Ausgesetztheit im Proton Pseudos als Vorwegnahme des endgültigen Scheiterns, des unvermeidlich Aussichtslosen, des Entleerten, des Bedeutenden, des Bedeutungslosen, des Sinnlosen, des Absurden, damit eben gegen diesen Bühnenhintergrund, der in die Ferne entschwunden ist, der sich aus der nach innen gestülpten Ururuterus, Urozean, nun hat aufschneiden lassen und nach außen gekehrt hat, ins Unfassliche, ins Unendliche, wie in dem Film Inception, dass durch diese Konstruktion des bodenlosen Falls, des unvermeidlichen, des absolut totalitären Verlusts von alles, in allem und jedem, die Gegenbewegung erzeugt würde. Die erstaunte Erkenntnis, wie genial die Konstruktion ist, durch die Verwerfung eines Undenkbaren, dann die Positivierung einer Welten, Theaterbühne zu schaffen, auf der man seine Rolle in Aktionen, in Action, in Actu zu erfüllen hat, nicht in Erkenntnis von Sein, Sinn, Bewusstsein, Leben und Tod, sondern von Action, von traumatischen Wiederholungen,
des immer gleichen, wiederkehrenden, von immer wieder neu anderen, neue Sensations-, Aberwitzigkeits-, Körperformtypen, Verbesserungen, Zurechtschnitzungen, immer weniger, aber immer durablere Materie, Kohlenstofffasern, zur windschnittigen Hochrüstung von Flitzern mit immer hochgezüchteterer Leistung. Also dieser ganze Inversionsapparat, weil es keinen Sinn gibt und alles leer ist und alles absurd, erzeuge dir deinen Sinn, deine Bedeutung, dein Fortsetzungswerk, dein Fortsetzungsprodukt innerhalb dieses symbolischen Spannrahmens, der als Ersatzwelt alles Reale zwar tötet und in das Unbewusste verschiebt, zu Gott, dem Sys-UBW, aber dafür das Real-Simulationsspielfeld der tumtreisten, der Alltagsroutinen, des Alltagsstumpfsinns, der Handlungsabläufe ermöglicht, die das Leben, die das einzige Ziel des Lebens, nämlich sich zu erhalten und fortzusetzen, dann so kunstreich, so Ganymede, dann so kunstreich, dann so sensationell, so übererfolgreich bei diesem Schizospaltwesen ermöglicht, so übererfolgreich, dass sie sich dann selber wieder ausrotten, wenn eine bestimmte Imperiengröße erreicht ist. Aber lassen wir das, die Erstauntheit als Erkenntnis, wie der ganze Apparat funktioniert, dass das sich sichtbar macht, als ja wirklich Daseiendes und dann sogleich den Zeigefinger ausstreckt, das Bild wieder löscht, den großen Fallensfall des Phallus, die Welt ist alles, was der Phallus ist, einleitet, um durch diese nicht mehr erinnerbare Ursprungsverlusterlebnis des zweiten Todes all die Gegenreaktionen einzuleiten, die als Handlungsagieren notwendig sind. Eben dieses tragikomödische Spiel eines Molière oder Shakespeare auf den Weltentheaterbühnen zu beginnen einzuleiten, den Vorhang zu öffnen, im Wissen, dass er irgendwann geschlossen wird und nur jetzt kannst du deine Rolle spielen und nur jetzt kannst du dich erweisen, ob du dich deiner Rolle würdig erwiesen hast oder ob du in der Geschichte dieser Absurditäten zum erinnerungslosen Abfall gezählt werden wirst und so weiter. Also, diese wahnwitzige Vorstellung, dass das alles absolut totalitär, sowohl das Daseinende als auch dessen Wiederverschwinden dargestellt wird, um an die Verlustwiederholung zu erinnern und um in dieser ersten Tödlichkeitsauswurfsverletzung, Aussetzung, absolut totalitären Verlorenheit, dann das Gegenteil zu bewirken, friss Vogel oder stirb, lauf los, erzeuge deinen eigenen Sinn, deine eigenen Bedeutungen, deine eigenen Experimente, deine eigenen Coups. Der Schlag, der Zuschlag des Kairos erwartet auf dich,
Nur deshalb kehrst du jede Nacht in den Ururus zurück, um dich zu reparieren, und dann bringt dich die Quellenergie dazu, aufzustehen, aufzuschrecken, loszulaufen, dich auf die Jagd zu begeben. Und wenn du zu blöde bist und auf dem Hocker, auf dem Schemel Musils 40 Jahre lang am vorüberfließenden Fluss hocken zu bleiben, um ihn zu beschreiben, dann zahlst du diese Buße, von der wir schon immer wieder ausführlich gesprochen haben, und die Methode des Zen-Stoikers ist, anstelle zu handeln, einfach die Phänomene zu beglotzen, in ihrer genialischen, labyrinthischen Verwicklung, welche gleichwohl zwar sich mit allen Mitteln zu verbergen versucht durch Aletheia, aber dennoch zu entschlüsseln ist, was wir nämlich gerade getan haben, wie die Maschine funktioniert, wie geschmiert, gut geölt. Ich trinke Jägermeister, weil Erika mein Quietscheentchen geölt hat. So am Morgen ist es noch angenehm, so um die 20 Grad oder 25 Grad, so wie das Meer auch. Noch nicht so heiß. Das wird sich bald ändern.